Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Erstmal wird hier jetzt fleißig gelootet und die Zitadelle untersucht. Und dann werden wir Selenes Truppen retten. Jetzt werden wir aber erstmal ein bisschen aufsammeln. Zitadelle von Corvo. Inventar ist voll! Oh nein, ich glaube, wir müssen einmal kurz einen Abstecher zur Himmelsfeste machen. Wobei, dann können wir jetzt erstmal die Truppen retten. Und danach machen wir einen Abstecher zur... Kommt nicht näher. Wir sind bewaffnet. Zur Himmelsfeste, oh Gott. Wir können schließlich nicht jeden reinlassen. Ihr habt noch nichts von mir gehört? Wie lange seid ihr schon da drin? Lange genug. Wer seid ihr, den ich... Moment! Was soll das heißen, die sehen nach Inquisition aus? Ich... Oh! Vergebt mir. Ich hätte es wissen müssen. Kein Problem. Banner gefunden. Neues. Welches denn? So, dann haben wir hier noch... Kommandantin Jehan. Genau. Diensten ihrer kaiserlichen Majestät, auf das sie lange herrschen möge. Meine Männer haben mich darüber informiert, dass die Verteidigungsmechanismen der Zitadelle außer Kraft sind. Ich kann euch gar nicht genug danken. Erstmal, der Krieg ist vorbei. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Gaspard de Chalon wurde besiegt. Selens Thron ist sicher. Dann ist es vorbei? Dieser habgierige Barbar ist weg? Dem Erbauer sei Dank. Es ist so viel passiert, von dem wir nichts wussten. Waren wir so lange abgeschnitten? Setzt mich über die Situation hier ins Bild. Es gab Befehle. Sie sagten, es wäre eine Chance auf Frieden und dass wir uns zurückziehen sollen. Also haben wir gehorcht. Doch dann kamen die Untoten. Wir konnten sie nicht zurückschlagen. Also gab ich Befehl, die Verteidigungsmechanismen der Feste zu aktivieren. Es war ein törichter Akt der Verzweiflung. Wir wussten viel zu wenig über die alte Elfenmagie. Wir konnten sie nicht kontrollieren. Wir haben uns zurückgezogen, aber nicht alle haben es bis zu den Toren geschafft. Ich konnte sie nicht retten. Wir waren wochenlang gefangen. Uns wurden zwar Vorräte geschickt, doch wer weiß schon, was aus ihnen geworden ist. Ich habe an den östlichen Wällen eine eurer Soldatinnen gefunden. Sie wollte, dass ich euch den hier gebe. Fabiens Ring? Dann ist sie also tot. Ich hatte gebetet, dass sie noch lebt. Danke. Ich sorge dafür, dass ihre Familie ihn bekommt. Ich muss mich verabschieden. Guten Tag, Inquisitor. Okay, ja, neue Quest haben wir bekommen. Vorratsknappheit. 10 Vorratslager müssen wir finden. Das machen wir gerne. Jetzt können wir hier nämlich erstmal in Ruhe lang gehen. Wir können leider nichts mehr plündern. Natürlich fatal. Ich hoffe, der Loot ist dann noch da, wenn wir kurz wegreisen. Wenn nicht, ist halt einfach Pech. Also der Loot, der gedroppt wurde durch die Kämpfe, ne? Der in den Truhen ist natürlich noch da. Sofort. Aber ich weiß nicht, was passiert mit dem anderen. So. Warum nicht? Ja, ich weiß es einfach nicht. Spiel. Ist doch in Ordnung, wenn man mal was nichts weiß. Wir gehen kurz zurück zur Himmelsfeste. Ich mach gleich kurz eine Pause sozusagen. Mach das Inventar, dann mach mir schnell noch den Kartentisch und dann geht's zurück. Den Kartentisch mache ich natürlich in der Folge mit euch. Aber das Inventar sortieren mache ich schnell sozusagen offscreen. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn das Inventar wieder leer ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Inventar ist leer und aufgeräumt. Hat sich nicht großartig was geändert. Und ich habe noch schnell Forschungsmaterialien abgegeben und von Hilisma eine neue Aufgabe angenommen. Jetzt gehen wir zum Kriegsrat und gucken mal, was der Tisch so für uns bereithält. Es müsste ja alles fertig sein. Da es ja eine neue Aufnahmesession ist. Ach ja, wir haben ja einen neuen Inquisitionsbonus. Atlasfläschchen, explosives Training. Ja, hier habe ich irgendwie so gar nichts, ne? Adlerauge könnten wir machen.
Waren wir bei Truppen? Wahrer Mut. Verteidigungswerte wäre halt schon ganz cool. Was hätten hier noch? Hartglasfläschchen. Ich glaube, wir nehmen erstmal das Adlerauge, das halt der Suchradius ein bisschen erhöht ist. So, da blinken Ausrufezeichen. Ah, hier sind zwei, okay. Pikante Verhandlungen. Die Gespräche zwischen Ferelden und Orly wurden in Jada abgehalten und es war nicht einfach, eine Eskalation der Lage zu verhindern. König Alistair ist alles andere als ein Diplomat und hatte wenig Geduld für die endlosen Verhandlungen. Glücklicherweise will Orly keinen Krieg und wir konnten einem zukünftigen Friedensschluss den Weg ebnen. Der König hat uns als Anerkennung der Bemühungen der Inquisition ein Schwert übersandt, das einst dem ferelischen Helden und König Kaelin hat gehört. Rächer haben wir bekommen und Einfluss. Knallhart in der Oberstadt, Ärger in der Himmelsfeste. Nachtigall, zwei Dinge. Erstens, das Buch ist grauenhaft. Die gesamte Dechiffrierungsabteilung würde es am liebsten verbrennen. Zweitens, die Botschaft ist doppelt verschlüsselt. Die Nachricht in den Fehlern ist eine Chiffre der Händlergilde. Wir haben den Code der Gilde allerdings noch nicht geknackt. Schreiber. Und ein neuer Einsatz. Rache an der Händlergilde. Okay. Den Held von Ferelden kontaktieren. Schwester Lejana. Keiner unserer Spione hat die Heldin von Ferelden gesehen. Aber bei unserer normalen Arbeit haben wir Hinweise erhalten, dass sie das Gebiet durchquert. Wir könnten versuchen, sie zu kontaktieren, aber das wäre ziemlich aufwendig. Ich werde gemäß eures Befehls versuchen, Kontakt herzustellen. Das sehen wir ja, ob das dann erfolgreich ist. Das sind ja nur noch die Ressourcenaufgaben. Und hier ist Rache an der Händlergilde. Ah, geht nur mit Josie. Perfekt. Ein nicht verschickter Brief von Varric liegt im Ratsraum. Jarek Days, Händlergilde von Denarim. Jarek, ich brauche den Schlüssel für die Chiffre der Händlergilde des letzten Monats. Ihr müsst noch das Darlehen begleichen, das ihr vom Haus Tethblas für eure Rettungsmission nach Amgarak erhalten habt. Ich schlage einen Handel vor. Ich bekomme die Chiffre und eure Schuld löst sich wie Zauberhand in Luft auf. Und Nachtigall, nachdem ich weiß, dass ihr diesen Brief öffnen und lesen werdet, ehe er verschickt wird, macht euch nicht die Mühe, eine Kopie aufzubewahren. Die Gilde ändert ihre Codes jeden Monat, da Zwerge von Natur aus paranoid sind. Schickt den Brief nach Denarim. Die Chiffre wird Lejana helfen, den Mörder zu finden. Wir stehen euch zu Diensten. Und dann gucken wir einmal hier drüben. Da müsste ja auch eins frei sein. Allen helfen, die vom Bürgerkrieg betroffen sind. Ein Brief, der mit dem Chevalier-Siegel versehen ist. Es war eine Ehre, an der Seite der Soldaten der Inquisition zu kämpfen. Die Dämonen hatten keine Chance. Ihr befehligt eine beeindruckende Armee, Kommandant. Nichts besiegelt ein Bündnis wie die Bande, die im Kampf geflochten werden. Mögen wir in Zukunft gemeinsam weitere Siege erringen. Chevalier Ducey. Einfluss haben wir dafür bekommen. Oh, hier ist aber viel los. Okay, was haben wir denn noch? Ein Angebot der kaiserlichen Armee. Ach, Kommandant, perfekt. Heute haben wir echt gute Aufträge verteilt. Also, Kommandant, wie ich höre, haben eure Soldaten vor einer Schar roter Templer an die Wälder von Valforie zu folgen. Wir haben eure Unterstützung im Kampf gegen die Dämonen nicht vergessen und haben wir nicht geschworen, euch im Kampf gegen Corypheus beizustehen. Greifen wir zu den Waffen und vertreiben wir diese Templer. Allein mit unseren Ressourcen hätten wir nur kleine Gebiete durchsuchen können. Mit Hilfe der kaiserlichen Armee können wir die roten Templer vollständig aus der Gegend vertreiben. Machen wir uns an die Arbeit? Sehr schön. Dann haben wir das erledigt. Und können jetzt wieder zurück zur Zitadelle von Corbo und endlich looten, hoffentlich. 120 Einfluss. So, ich hoffe, dort ist ein Schnellreisepunkt. Nein, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen von hier aus reisen. Können aber hier schon mal ein paar Vorratslager... Ach komm, wir machen das anders. Wir werden jetzt die Vorratslager markieren. In der Folge noch. Huch, Questkarte. Nein, nicht springen die ganze Zeit. So,
Dann wollen wir einmal hier hin. Zum Dalish-Lager. Wen nehmen wir denn jetzt mit? Jetzt kommt mal Dorian mit, Sarah und... Ach komm, wir nehmen mal den Bullen mit. Dann machen wir nämlich schon die Vorratslager auf dem Weg und können die dann gleich direkt abgeben, wenn wir dann wieder zur Zitadelle gehen und dort hoffentlich dann den Loot finden. Was hier drin? Nee. Hätte ja sein können. Ist so ein verführerischer Ort. Da, da ist das Vorratslager. Einmal markieren. So, dann geht's weiter. Müssen wir schnell reisen? Ja, würde ich machen, ne? Ist so ein bisschen einfacher. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie gerade schon 11 Uhr oder 12 Uhr am Vormittag, aber es ist erst 8 Uhr. Das irritiert mich total. Seid ihr Inquisition oder böse? Inquisition. Gehen wir erstmal zu dem da hinten. Ich muss sagen, diese Quest fand ich am Anfang irgendwie ein bisschen doof, weil man halt gefühlt die erhabenen Ebenen dann schon abgeklappert hat und dann muss man nochmal zu den Spots und du kommst halt nicht früher zur Zitadelle. Da musst du ja erstmal zur Zitadelle, so, das deutsche Wort wollen wir gerne, weil man muss ja auf jeden Fall erstmal diesen Kartentisch freischalten und du musst erstmal bis da nach ganz hinten laufen, um den überhaupt freischalten zu können. Und dann hast du meist schon das Gebiet ein wenig mehr erkundet. Aber ist in Ordnung. Wir werden das jetzt hier mit Schnellreisen machen. Da ist der nächste. Wir sind ja auch noch nicht so wirklich fertig mit den Ebenen. Wir haben ja noch ein anderes Gebiet, sogar noch mit Lager. Das ist auch noch ein Stückchen, also ist halt noch eine Ecke von der Map. Also werden wir uns schon noch ein paar Folgen hier in den erhabenen Ebenen aufhalten. So viel kann ich versprechen. Denn ein bisschen gibt es hier noch zu sehen. Da, zum Beispiel ein Vorratslager. Dort ist eins. Und da hinten auf dem Steg. Wenn man halt einmal weiß, wie die aussehen, sind die auch echt schnell gefunden. Und die letzten sind da oben. Also reisen wir schnell hier hin. Und sammeln die noch schnell ein und dann laufen wir einmal wieder über den Fluss. Wir können ja jetzt diesmal auch reiten. Wurde ja mal gefragt, warum ich nicht so viel reite, weil ich, wenn ich neu in dem Gebiet bin, natürlich erstmal gerne alles absuche. Jetzt aber, wenn man halt so ein bisschen Backtracking betreibt, kann man auch gerne mal reiten. Das finde ich dann nicht so schlimm. War das nicht hier irgendwo in diesem Haus? Oh, hier können wir noch plündern. Ja, da. Und eins fehlt nur noch.
hier ist noch ein Zettel. Der silberne Ritter. Hier sonst was? Nee. So, Quest abgeschlossen. Ach, wir müssen gar nicht zurück. Ich hätte gedacht, man müsste das noch abgeben. Gut, dann schnappen wir mal unser Reittier. Ich glaube, wir haben immer noch einen Hirsch oder haben wir die Nack? Wir haben die Nack. Ich weiß gar nicht mehr, welches Reittier wir haben. So lange nicht mehr genutzt. Alter, was für ein Spagat wir auf diesem Tierchen hier machen. Sieht sehr unbequem aus. Also, besonders weil die Beine so aufgestellt sind. Also, ich glaube, wenn ich so auf dem Tier sitzen würde, halte ich das nicht lange aus. Und ich bin immer sehr, also, dicke Tierchen geritten. Als ich noch reiten war. Also auf Pferden. Will ich nur mal nachdrücklich sagen. Bin ich immer sehr dicke Pferdchen geritten. Die keiner reiten wollte und die dadurch fett geworden sind. Muss man ja einfach mal so sagen. Aber so saß ich da nicht drauf. Das kann ich euch versichern. Oh, ich würde voll gerne mal auf dem Kamel und auf dem Elefanten reiten. Das möchte ich super gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das ist was ganz anderes einfach. So, wir sind angekommen. Und jetzt können wir uns mal in Ruhe dieses Gebäude angucken. Ohne, dass wir irgendwie doll angegriffen werden. Dass hier uns Feuer verbrennen möchte. Wie ich immer ein Stückchen zu früh, der Rabe, interagieren drücken möchte. Ist da oben was? Sieht so verdächtig aus. Oh, da hat sich jemand aufgehängt. Oh, da ist sogar tatsächlich was. Hier noch was? Ja, da ist auch noch was. Okay, den kann man nicht looten. Er sah von der Rüstung halt eher wie ein Wächter aus, wie so ein Kampfmagier, der Wächter. So, dann springen wir hier einfach mal runter. Ja, komm, das war jetzt nicht so viel Fallschaden. Das geht noch schlimmer. Kains Bericht ist schon wieder fertig. Hier können wir mal ziehen. Und aufmachen die Bude. Okay. Da ist Flechtrebe. Nehmen wir einfach mal mit. Da ist noch mehr Flechtrebe. Das ist nicht so schlimm, dass da Flechtrebe ist. Da muss man nicht du meine Güte sagen. Da oben hatten wir ja schon die eine Truhe mitgenommen. Ich weiß nicht, ob da noch eine ist. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass da nicht noch eine ist. Genau, was ich brauche. Solche Kanten meine ich, dass man da halt nicht gleich drüber laufen kann, finde ich teilweise ein bisschen, hier konnte man es, anstrengend. Die sind halt nicht hoch und du musst dafür wirklich dann springen, weil du nicht einfach drüber laufen kannst. Hat das nur die Leiter?
Und da ist auch Loot oben. Soweit alles in Ordnung? Ja, soweit ist alles in Ordnung. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Und ich weiß, eigentlich ist schon wieder eine Einschränkung. So, wie kommen wir denn dahin? Kommen wir hier hoch? Nee. Da kommen wir aber hoch. Das darf doch nicht wahr sein. Du meine Güte. Wie schockiert sie sind, dass wir hier hoch können. Ich finde das jetzt nicht so schockierend. Oh, okay, hat gereicht. So. Da ist noch was. Aber wie kommt man da hin? Oh, so nicht. Ist hier irgendwo eine Leiter hier hoch oder so? Vielleicht hier? Kannst du bitte gerade springen? Da ist eine Wand. Kann ich nicht hinspringen. So kann ich aber auch nicht springen. Wahrscheinlich von darüber irgendwo. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie wir da hochkommen. Wahrscheinlich ist der Loot auch nicht so weltbewegend. Deswegen lasse ich das jetzt kurz. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ja, genau. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ach, wie die Kommentare hier gerade gut passen. Schön. Soweit alles in Ordnung? Nee, ja. Aber hier ist so Kletterloot, ne? Manchmal habe ich da echt keinen Bock drauf. Hier irgendwo hoch. Diese Hitboxen, ne? Also ganz ehrlich, wenn ich gegen eine Wand springe, fliege ich nicht 2 Meter zurück. Muss ich mal ganz so ehrlich sagen. Ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert. Das ist eher dumpf. Also ein Mensch ist nicht so elastisch. Kann ich euch sagen. Also. Das mussten wir in... Ihr schient euch im Winterpalast bemerkenswert gut zurechtgefunden zu haben, Bulle. Man tut, was man kann. Ihr habt weder eine unbezahlbare Statue umgeworfen, noch auch nur ein einziges Mal in der Nähe des Nachspeisentisches gefurzt. Soweit ihr wisst. Es überrascht mich, dass ihr euch nie an den Höfen Tevinters aufgehalten habt. Man würde euch dort lieben. Habe ich doch. Aber nach einer Weile wurde mir der Sattel dann doch zu schwer. Was ich sagen wollte, mussten wir in technischer Mechanik mussten wir halt Stöße ganz oft berechnen. Und ich kann euch sagen, der Elastizitätsmodul von einem Menschen ist nicht so hoch. Ja? Der ist relativ... Also wenn man wo irgendwo gegenläuft, dann stößt man vielleicht ein bisschen zurück, weil es weh tut, aber nicht, weil der Körper so elastisch ist. Okay, der Loot von den Gegnern ist leider weg. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ist kein Beinbruch. Das werden wir überleben, denke ich mal. Meist ist er ja auch nicht so prickelnd. Gucken wir nochmal, was hier sich so versteckt. Oder ob sich hier überhaupt was versteckt. Da nicht. Gehen wir hier nochmal lang. Oh, das hat was geklappt. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, hier drin war auch jetzt nicht so viel. Ja. Inquisitor. Ja, wir haben alles erledigt.
Dann würde ich mal sagen, wir werden in der nächsten Folge noch in den erhabenen Ebenen weitermachen. Allerdings in diesem Gebiet, was hier noch recht groß ist und wo auch noch ein Lager ist, und zwar hier. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.